So, machen wir weiter. Karlsruhe. So, wie ihr wisst, ist ja Trump in den USA zum Präsidenten gewählt worden. Viele haben nur gesagt, jetzt ist Trump Präsident, es wird alles besser. Man kann sagen, dass einiges besser geworden ist, aber es gibt auch einige Dinge, die noch nicht in Ordnung sind. Das liegt aber nicht an Trump, sondern es liegt daran, dass in den USA die Gesetzgebungsgeschichte so ist, dass die ganzen Gesetzgebungsgeschichten bereits im, ich sag's mal so, im Kongress, also das sowas wie wie der Bundestag, eben durchlaufen müssen. Und der ist nun mal mehrheitlich mit Demokraten besetzt und einige Demokraten nachweislich Kriminelle. So, die also jede positive Veränderung blockieren, bereits schon im Kongress. Da gibt es eine interessante Übersicht, die nennt sich qmap.pub. Ich schreibe es dann in die Videobeschreibung rein. Und da guckt er mal links auf den Tab-Reiter Players. Da sind einige Gestalten gelistet, unter anderem auch die Informationen, Hintergrundinformationen. Da guckt er einfach mal dort rein in den Q-Post. Das ist alles in Englisch, aber man kann das ja mit der Maus rauskopieren. Steuerung C drücken für kopieren, dann in Google Übersetzer rein, Steuerung V für einfügen und dann habt ihr es in Deutsch. Und da guckt ihr euch mal die ganzen Kupos an, was zu den verschiedenen Personen da gelistet ist. Und da ist zum anderen auch die Frau Merkel zu sehen. Ich glaube, das ist der Player 30, wenn es noch richtig weiß. Und die ist dann dort auch gelistet und auch ihre Verwandtschaftsbeziehungen sind dort gelistet. Also es steht im Raum, oder sagen wir mal, der militärische Geheimdienst der USA hat herausgefunden, dass die Frau Merkel die uneheliche Enkeltochter zwischen Adolf Hitler und Gili Raubal ist. So, dort stammt es her. Und nach der alten Familientradition hießen alle männlichen, weiblichen Nachkommen Angela mit Vornamen. Das lässt sich dort zurückverfolgen bis in alle Ewigkeiten. So, wer diesen Mist sich überlegt hat, weiß ich nicht. Es macht eigentlich keinen Sinn, aber Symbolismus ist nun mal der Todesstoß der neuen Weltordnung. Ganz einfach. Und das ist es, Symbolismus. Er lässt sich ziemlich gut finden. So, die Russen hatten sich dafür auch interessiert und hatten auch Forschung angestellt. Und ich gehe mal davon aus, dass das in der großen Dose ist, wo Pandora drauf steht und die momentan unter Googles Kontrolle, unter Putins Kontrolle ist. Jemand der russischen Duma hat noch geäußert, dass sehr wohl bekannt, bei Russ, in Russland sehr wohl bekannt ist, dass die Frau Merkel unter falschem Namen hier Bundeskanzlerin ist und auch nicht keine Deutsche sein kann, weil sie einen israelischen Pass hat. Und wer immer einen ausländischen Pass freiwillig annimmt, ist keine Deutscher. Ganz einfach. Steht im Bundestag ganz klar drin. So, wir wissen ja, wann dieser Ausweis passiert ist. Wir wissen aber, dass der Kneipp damit was zu tun hatte. So, womit wir bei der Geschichte der Dunkelhammer vom Kneipp sind. Der Kneipp ist sozusagen die Oberloge, die unter zionistischer Kontrolle steht. Und was die sagen, unter dem Ding hat sich alles zu ordnen. So, die entscheiden, was die angebliche Regierung macht oder was sie nicht macht. So, und dann hatten wir so ein lustiges Zusammenspiel in der Knesset in Jerusalem, wo die Frau Merkel damit geprahlt hat, dass sie ihre Aufgabe ernst nimmt, das deutsche Volk zu vernichten, in jeder Hinsicht. Und da haben sich einige Juden vor Egel von der Versammlung entfernt. Des Brechens und des Egels sichtlich ergriffen und haben sich dort aus der Sache zurückgezogen, weil man liebt zwar den Verrat, aber man liebt nicht den Verräter. Mit dieser Nullnummer hat sie sich also im Prinzip ihrer Daten selbst überführt und jetzt ist es nur eine Frage der Zeit, bis irgendeiner dort mal einen Stopp reinhaut. So, nun ist die Geschichte noch mehr. Im Vorfeld des Attentats von Halle. Ich weiß nicht, wer das gesehen hat. Ich habe ja jetzt hier Video drüber gemacht, weil es ist einfach, mehr Fake geht eigentlich gar nicht. Ist eben dieser Attentäter mit einer angeblichen rechten Gesinnung dann plötzlich als Linker aufgeflogen. Und plötzlich ist das auch alles nicht mehr wichtig, muss auch nicht mehr untersucht werden und die Waffen sehen auch sehr komisch aus. Und sind noch mehrere Ungereimtheiten drin. Fakt ist aber eins, dass zu allen angeblichen Attentaten, sei es Breitscheidplatz, sei es Halle, jetzt vor kurzem nach Schwedersen-Anschlag, hat jedes Mal das ZDF vorher einen Kameramann an einer günstigen Position positioniert. Mit Drehgenehmigung und allen Formalitäten. Also, dass dann irgendwann mal einer sagt, Leute, das kann doch nicht euer Ernst sein, dass er sowas auf der.
Öffentlichkeit loslassen wollt. Das fällt doch irgendjemand auf. Ist aber bis jetzt immer gut gegangen. Bis jetzt haben die Mainstream-Medien alles nachgerichtet. Wir haben dann Nachrichten so lange gebracht, bis die Leute den ganzen Schwachsinn geglaubt hat. Aber jeder, der in der Lage ist, im Internet danach zu suchen und das mal die Fakten zusammenzusuchen, auch bei zu Christchurch, der sieht, dass das vorne und hinten nicht zusammenpasst. Ja, und wenn dann immer mehr solche Dinge passieren, muss dann irgendein Besatzer auch mal eine Notbremse ziehen. Und das ist eben das, was wir mit dem Überbegriff Systemwechsel beschreiben. Um den Systemwechsel herbeizuführen, gibt es mehr Möglichkeiten. Man kann mit dem Militär einreiten und alles kurz und klein hauen und dann sagen, ich habe die Waffen und ich habe das Recht, hier zu bestimmen. Da kannst du dich jetzt wehren oder du kannst es hinnehmen. Wenn du dich wehrst, kriegst du eine Kugel verpasst und wenn du es hinnimmst, kannst du dich auch gleich wieder hinsetzen. Ja, das wäre eine Diktatur. Und da braucht man einfach nur genug Waffen und genug Leute, um das durchzusetzen. Die eine Möglichkeit, einen Systemwechsel zu machen. Die zweite Möglichkeit ist, dass das System selber hochgeht. Es hat aber die unangenehmen Folgen, dass dann immer ein Schuldiger gesucht wird. Und der Schuldige wäre dann die derzeitige Regierung Merkel und ihre Vasallen. Die wollen aber keine Schuldigen sein. Also haben sie sich überlegt, wie man den Crash anders hindreht. Da gibt es die Möglichkeit, einen Börsencrash zu machen. Ja, aber nun ist es leider so, dass mit der ganzen Überwachung natürlich die ganzen Geldflüsse auch hervorragend überwacht werden. Und man kann nicht ohne Spuren zu hinterlassen einfach mal so einen Crash hinlegen. Das haben schon viele versucht, die sind dann eingerückt. Nach Knasthausen. So, also man braucht im Prinzip einen Auslöser, um einen Systemwechsel zu machen, aber man muss vermeiden, Spuren zu hinterlassen. Und dann hat irgendeiner gesagt, wir hatten doch mal ein Forschungsprojekt, wo die Frau Merkel und das USM-RIT unter Obama schon mal ein bisschen was entwickelt hat, so einen kleinen bösen Virus. Und die Forschungsergebnisse sind noch sehr gut. Inzwischen sind die alle waffentauglich. Man kann das Zeug in irgendwelche Mörsergranaten füllen und dann lassen wir einfach mal so ein Mörser los. Und dann plötzlich stecken sich alle mit der Krankheit an. Was steckt dahinter? Na, also wer die WDR-Doku gesehen hat, hat zumindest einen Teil von dem ganzen Wissen mit abfassen können. Deswegen hat die Bundesregierung diesen Videobeitrag auch aus den öffentlichen Medien entfernt. Mikroverkapselung ist sozusagen wie, als wenn du dein Virus sozusagen einen Panzer außenrum verpasst, sodass da also Beschleunigungskräfte aushält, Temperaturen, hohe Drücke und auch in gewisser Weise chemisch resistent ist gegen irgendwelche Sachen und sich dann sozusagen nur nach und nach durch den Panzer durcharbeitet und das Gebilde auflöst und sich dann freisetzt. So, aber eben aufgrund seiner natürlichen Haltbarkeit nach einer gewissen Zeit auch wieder abklingt, eben durch UV-Strahlung, durch Einwirkung mit Sauerstoff und so weiter. So, und dann hat man festgestellt, dass das Coronavirus etwa 9 Tage überleben könnte, auf irgendwelchen glatten Flächen. So, die würden dann also oxidiert, also durch Sauerstoff oder durch UV-Strahlung würde sich das Gebilde auflösen. So, gut. Also wisst ihr auch schon Bescheid. Jetzt ist die Frage, wie kommt es denn jetzt dazu, dass das so ein Systemwechsel-Szenario wäre. Naja, da muss man sich einfach mal angucken, was passiert. Also ihr wisst ja, das mit den Wuhan dort ist eine Geschichte, die der Geheimdienst gestrickt hat, wo also der Geheimdienst dort eine Aktie hat. Man muss auch wissen, dass das China selber an sich als Gebilde auch ein Deep State ist, der weitgehend von den USA unabhängig ist und der von den USA und von Russland mit Sorge gesehen wird, weil der Kommunismus die Pyramide hat der Kommunismus eine sehr hohe Position innerhalb der freimaurischen Logen. Ihr braucht bloß mal bei Google Symbolik Eulenspiegel eingeben, da kommt auf eine Seite, da steht die freimaurische Symbolik und da guckt euch mal die Pyramide ganz genau an. So, der Kommunismus hat also eine hohe Befehlsstruktur, nicht so hoch wie der Pnei-Bot, aber hoch genug. So, und innerhalb von diesen ganzen Logenrängen gab es also nun Hauen und Stechen, jeder wollte bestimmen. Einige sind von der ganzen Hierarchie angewidert, weil sie erpresst werden. Also sozusagen Erpressung von oben und dann selber als schlimmer Finger auch selber böse Taten verübt haben. Und irgendeiner muss das einmal aufklären. Irgendeiner muss in der Pyramide mal richtig reinstechen. Dann gibt es die Geschichte mit dem, wie ist er denn, Epstein. Ja. Der hat sich überlegt, wenn ich jetzt mir eine Insel besorge, also mit Schwarzgeld, gewaschen wird,
und immer mal einflussreiche Politiker dort einlade, denen dort ein paar Minderjährige zuführe und die dabei filme, dann habe ich eine ganze Armee von Leuten, die ich jederzeit erpressen kann mit dem Videomaterial. Und das ist nachweislich vom israelischen Geheimdienst organisiert gewesen. Die wollten alle Welt Politiker nach und nach dort einladen. Einige sind da Einladung gefolgt. Und einige schlimme Leute hat es halt erwischt. Da. Den Epstein, wisst ihr, hat angeblich Selbstmord ereilt. Aber wer die ganzen Umstände sich mal genau angesehen hat, der sieht auf dem Foto, wo die Leiche liegt, einen ganz anderen, nämlich den Anthony Bourdain oder wie er genannt wird. Dessen Gründerfrau ist auf dem Video, auf dem Foto gewesen, wo sie den raustragen. Eindeutig eine Epstein. Jetzt die Frage, wo ist dahin? Die Videoüberwachung hat nicht funktioniert, die ist nicht da, also stimmt auch an der Sache wieder was nicht. Ich gehe mal davon aus, dass der in Israel in einem Exil lebt, das abgeschirmt ist und er als Belastungszeuge gegen die ganzen schlimmen Finger aussagen soll und damit einen Teil seiner Strafe eventuell erlassen kriegt. Ich gehe auch davon aus, dass er wenigstens 8 Jahre sitzt, wobei die Zeit, die er jetzt in Isolation sitzt, vielleicht angerechnet wird. Die Ghislaine Maxwell, weiß nicht, was mit ihr passiert. Ich nehme an, dass sie den gleichen Weg nimmt und dann auch ja, Aussagen macht. Und der Assange, ja, der Julian Assange von dem WikiLeaks, dem wird es wahrscheinlich ähnlich gehen. So, und die Leute hat man natürlich massiv erpresst und wird dann auch nachstellen. Und es ist die Aufgabe des Justizministeriums, da die Leute in Haftbedingungen zu organisieren, dass sie nicht selber zur Gefahr werden oder eben beseitigt werden am Deep State. So, das ist die Schwierigkeit. So, man könnte das im Prinzip mit einer Präsidentenorder alles sofort beenden. Das hätte aber den Beigeschmack, dass die Demokraten dann wieder ein Enthebungsverfahren in die Wege leiten. Deswegen sind Trump bis zu einer gewissen Maße die Hände gebunden. Wenn er seine Autorität, die er als Commander in Chief hat, missbrauchen würde. So, das heißt, er hat das hier Büchlein, da stehen ein paar Codewörter drin und da kann er sich zum Commander in Chief machen, also oberste Militärbefehlshaber. Das wurde auch sofort ausgeführt. Aber wenn er das macht, muss er es begründen. Viele Präsidenten vor ihm haben das gemacht, mit weitaus weniger Gründen, aber bei Trump werden eben die Umstände immer mit zweierlei Maß gemessen. Dann gab es eine lange Diskussion, was der Trump alles in seinem Amt darf und was er nicht darf. Viele Präsidenten vor ihm haben Landesverrat schon dadurch begangen, dass sie mit Geheimtechnologie an Länder herausgerückt haben, die auf der Embargo-Liste stehen, unter anderem auch Iran. Da gehören die Bidens dort rein, also der Joe und der andere Hunter, die also dort Geheimtechnologien nach Iran verkauft haben, aber nicht an die eigentlichen Iraner, sondern an den Deep State von Iran. Und haben Steuergelder abgezweigt, und zwar in einer ähnlichen Größenordnung wie 1109. Und das ist nochmal ein extra Kapitel, will ich jetzt nicht anfangen. Ja, und mit dem Amtenthebungsverfahren haben die im Prinzip sich selber Grab geschaufelt, weil in den USA ist es nun mal so, dass jeder erstmal bis zum Beweis der Schuld als unschuldig gilt. Ja, also obwohl alles eigentlich schon klar ist, da hat das gemacht und da hat Haufen Belastungszeugen, aber solange das Verfahren noch in der Schwebe ist, immer noch unschuldig, bis es dringend dort Verdacht gibt und die Leute in U-Haft kommen. Das ist aber beim Politiker ein schwieriger Gewaltakt, der nicht so ohne weiteres vom Justizministerium genehmigt wird. Also jemandem eine Immunität entziehen, ist in den USA ein schwerer Einschnitt, der nur mit wasserdichter Beweisführung funktioniert. Und weil das so ist, ist eben die Hillary Clinton noch auf freien Fuß. Ansonsten wäre sie nämlich wegen Verticken von Uranmunition an die Russen, beziehungsweise an den Deep State von Russland, schon lange im Hofratsverfahren zum Opfer gefallen. Und Hofrat wird in den USA mit der Todesstrafe bestraft. Und es gibt nur ganz wenige Fälle, wo da Begnadigungen erteilt werden. So, das ist das Problem. Das ist das Schachbrett. So, und jetzt braucht ihr bloß mal die Map reingucken, die ich im ersten Teil genannt habe. Und dann guckt ihr, schaltet ihr mal oben auf den Tabreiter bei Traders, also Verräter, weil da so alles gelistet ist. So. Und dann gibt es auch noch die Klassifizierung Flippet. Also das sind Leute, die
früher für den Deep State gearbeitet haben und heute sozusagen umgedreht worden sind. Da gehört zum Beispiel der Kim Un dazu in Korea. Er wurde von der CIA erpresst und der hat mit Trump einige Vereinbarungen getroffen, dass er möglicherweise Singvögelchen macht. Dann haben sie eine Tüte Singvögel hingestellt, ein Gesangbuch und einen Zettel und dann hat er mal ein bisschen was aufgeschrieben, wer die ganzen Schweinereien gemacht hat und eben auch diese Unmöglichkeiten erzwungen hat, die es eben in Nordkorea gibt. So, das ist dann nur abgeebbt, nachdem der frei war und man die Verantwortlichen dann zur Verantwortung gezogen hat. Und da sind noch einige Player, die vorneweg unter Patrioten gelistet wurden, jetzt als neutral und unknown. Ich weiß nicht, wie man eine politische Position neutral bekommt, nachdem man immer Patriot war und dann plötzlich als neutral gilt oder als unbekannt. Das ist ein bisschen schwierig. Aber ist eine Q-Map, ist dann dort alle Möglichkeiten. Das betrifft vor allem den Herrn Bolton, ne? Der also mit dem militärisch-industriellen Komplex vernetzt ist und der mit zu verantworten hat, dass es fast zu einem Atomkrieg mit dem Iran gekommen wäre. Und der Trump hat das Ding im letzten Moment abgesagt. Er war so Schafzug, hat die Demokraten komplett zum Idioten gemacht und hat einige Nachspiele gehabt bezüglich über Drohnenangriffen. Er hat einige Militärs zerlegt. Aber bis jetzt ist die Lage noch unter Kontrolle. Ich gehe aber davon aus, dass über lange Sicht der Iran eine neue Regierung gibt und dass die Linie Ahmadinejad, Ahmadinejad wird da glaube ich gesprochen, weiterverfolgt wird. Und zwar jenseits des Islam, sondern eine gemäßigte Politik betrieben wird. So, und die nächste Geschichte ist, was mit Türkei passiert. Ihr wisst ja, dass einige Republikgründung gegeben hat nach 1918 und da ist eben auch die Türkische Republik entstanden. Das ist also auch so etwas Ähnliches wie die Weimarer Republik in Deutschland. Gibt es also auch die Türkische Republik. Das ist auch illegal, ne, weil die nicht regulär an die Macht gekommen sind durch Wahlen und durch Verfassungsänderungen, sondern eben auch wieder durch Militärputsch. Und dort sind auch wieder Grenzen verrückt worden und es sind auch Teile von Griechenland zu Zypern mutiert, wo es zu Zypern eigentlich gar nicht gibt. Zypern ist ja auch so geteilt wie Deutschland. Und die Gebiete gehören aber regulär eben zu den Staaten. Über Griechenland ist da was. Und das muss eben alles abgewickelt werden. Und jetzt hat man sozusagen den Erdo benutzt, um sozusagen einen Kriegsakt zu dokumentieren, der an der griechischen Grenze passiert ist. Ja, der Erdo ist in die Falle getappt und hat seine Militärpolizei aufgestachelt, dass die griechische Grenzpolizei angegriffen haben. So, das muss er nur einmal machen, dann ist es nach UN-Statut eine kriegerische Handlung und dann kann ein nachfolgender Vergeltungsakt dazu führen, dass die ursprünglichen Grenzen auf den Stand von 1918 zurückgesetzt werden und zwar auf den Stand der Mittelmächte. Das ist notwendig, um die Unwägbarkeiten des Ersten Weltkriegs zu bereinigen. So, das betrifft nicht nur die Türkei, es betrifft auch Teile von Italien. Die Corona-Krise könnte dazu führen, dass Italien seine ursprünglichen Grenzen von 1918 wieder kriegt und österreich-ungarische Grenzverrückungen alleine durch die, na, ich sag mal, Quarantänegebiete erzeugt werden. So. Das betrifft wahrscheinlich auch Thüringen, weil dort haben Exklaven gibt, die zu Preußen gehören. Und es könnte auch alle Bundesstaaten betreffen, die eine Gebietsreform haben. Dort könnten also überall solche Quarantänezonen entstehen und wenn die Quarantäne vorbei ist, sind das alles kaiserliche Bundesstaaten. Das ist so meine Vermutung. So. In Sachsen wird sich nicht viel ändern, weil in Sachsen die Grenzen weitgehend geblieben sind, außer die ganzen Verwaltungsvereinigungen, die es im Erzgebirge gab, aber die sind dann alle sowieso in der Pfeife zu rauchen, nachdem das Militär Oberkommando hat. So. Man weiß jetzt nicht, ob das jetzt dieses Wochenende schon passiert, aber das ist das Schachbrett, was momentan existiert. Ich persönlich halte die Corona-Geschichte für eine Kombination aus militärischen Geheimdienstoperationen und realen Ereignissen. Ein Mischmasch. Nur zu sagen, das ist alles nur ein Fake, ist falsch und nur sagen, das ist alles unter vollständiger Kontrolle der Geheimdienste ist auch falsch. Das ist ein
Mischmasch. Es spielen reale Ereignisse rein, die dann zu zeitlichen Verwischungen führen. Eigentlich hätte das ganze Theater schon Vorschau passieren sollen, noch vor Weihnachten, ist aber nicht dazu gekommen. Hatte auch ein bisschen was mit den USA zu tun, mit der Geschichte, die Trump gegen den Deep State noch am Laufen hatte. Hatte ja gerade erklärt, warum. Ohne die Mehrheit im Kongress kann man keine Gesetzesänderung machen, also auch keine Staatsverträge und so weiter. Überall, wo der Kongress mitzureden hat, die können das so von Anfang an zu Fall bringen. Und man muss wissen, dass auch im Senat Haufen Verräter sitzen. Die Ginsburg ist als Verräter genistet und noch einige andere auch. Der Graham wird zwar immer angeschossen, steht aber in der Q-Map immer noch als geflippt, also umgedreht. Ne? War früher ein Deep Stater und ist jetzt Patriot. Also bewegt sich Richtung Patriot. Scheinpatriot ist was ganz anderes. Scheinpatriot ist einer, der nach außen als Patriot antritt, aber heimlich gegenarbeitet. Ne? Das sind üble Leute. Mit denen kann man auch nicht zusammenarbeiten. Ich habe eine ganz klare Linie gesagt, es wird nicht mit dem gelben Schein und auch nicht mit diesen angeblichen Gemeindeaktivierungen zusammenarbeitet, weil dort das alles ist alles voller Geheimdienste und Schlapphüte dort. Das ist nicht gut. Auch DDB-Radio ist da mit reinzuzählen, diese ganze Geschichte dort, die auch mit gelben Scheinen und mit Handelsrecht operieren, ganz übel. Kommt fast jeden Monat Anrufe, machen wir bei uns mit und wir brauchen dich und so. Nee, ich mach das nicht. Das ist keine saubere Grundlage, auf der wir arbeiten. Das wird nicht passieren, dass ich dort irgendwie mitmache. Ihr kriegt von mir nur Informationen, die ich mehrfach gegengeprüft habe und wo auch Leute mit noch größerem Wissensstand als ich, die aber nicht in der Öffentlichkeit reden wollen, sagen, du hast da wieder was rausgefunden. Da stehen wir ja wieder Nackenhaare zu Berge, aber du hast recht. Aber bitte vorsichtig, bald flach halten. Und daran halte ich mich. Und wenn da mir gesagt wird, geh in deine Fluchtburg und halte mal den Ball flach für eine Weile, bis wir hier die Figuren gesetzt haben, dann mache ich das. Und da ist es auch kein Problem, wenn mal 3 Monate kein Video kommt. Nur erstmal für die, die wissen, wie der Hase im Schnee bremst. So, und jetzt haben wir eine Situation, wo das eintritt, wo ich gesagt habe, bitte bereitet euch doch vor. Also, füllt eure Vorräte auf, kümmert euch darum, dass eure Wasser- und Elektroanlage auf dem neuesten Stand ist. Also, ich habe jetzt letzte Woche eine Hauptanschlussklemme rausgebaut. Die sind alle blank. Ich kann da mal später noch ein paar Bilder noch reinschicken, verlinken. Also, wenn dort eine Ü-Scheibe irgendwo rauspurzelt oder irgendein Metallteil oder irgendein, gibt es dort ein Feuerwerk da drin und das brennt. Und wenn das Holzhaus ist, ist das Allerschlimmste passiert. Und genau das habe ich letzte Woche beseitigt bei so einer Elektroanlage. So, aber eben zu den Bedingungen, dass es alles noch gibt. Wenn das später passiert, also du hast mal eine Elektroverteilung mit noch Porzellansockel drin und alles offen, da kann ich nur raten, sei zu, dass du in den Baumarkt gehst, dir ordentliche Elektrotechnik besorgst, das dort austauschen lässt von einem Fachmann, der es darf, sodass du nicht die nächsten 2 Jahre auf irgendwelche technischen Artikel zurückgreifen müsst. Und das gleiche gilt auch für die Wasserversorgung. Guck, ob deine Hähne ordentlich schließen, ob die sich ordentlich bewegen lassen, alles immer drehen, gucken, dass die nächsten 2 Jahre keine Hähne brauchst. Weil wir wissen nicht, ob nach einem Systemwechsel alles verfügbar ist. Gleiches gilt für die Stabsauertüten und ähnliche Dinge. Ich gehe mal davon aus, dass der Strom relativ schnell wieder da ist. Aber die Ersatzteilversorgung, da wird es hapern. Wer kaffeeabhängig ist, wie ich, muss ich eben auch mal 2 Kaffeemaschinen haben. Wenn die eine kaputt ist, dass die andere nehmen kann. Denk dran, dass eine Neubauwohnung ein Gefängnis ist. Also wenn du Fernheizung hast, hast du keine Heizung, wenn der Systemwechsel kommt. Also nochmal Wintereinbruch oder so. Dann stehst du dort in kalter Bude. Da friert er alles weg. Ist kein Strom da, nützt auch deine Tiefkühltruhe nicht. Das vergammelt alles. Das sind leider so Sachen, wo ich sagen muss, da musst du halt Vorsorge treffen. Ich habe jetzt gerade die Kiste weggestellt. Oh ne, doch, die müsste auch stehen. Also, besorgt euch Fleisch und Wurst in Metalldosen und nicht in Plastik, weil das ist keine ordentliche Konserve. Ich habe hier unten ein paar stehen, ich kann mal zeigen. Ah, warte mal. Habe ich bekommen. Sehr schöne Dinger. Eine Wurst drin. Ist zu. Wunderbar. So, hält 2, 3 Jahre. Kann gar nichts passieren. Muss nicht gekühlt werden. Ist einfach steril. Machst du auf, wenn du in Not kommst. Alles schick. So, das Zeug gibt es noch. Die Frage ist, wie lange.
Ja, alles, was in Blechdosen, Konserven ist, ist Gold wert, kann dein Leben retten. Das Smartphone, der ganze Prassel, das brauchst du alles nicht. Wir wissen nämlich nicht, ob das Handynetz funktioniert. Die nächste Geschichte hatte ich euch gesagt: besorgt euch CB-Funkgeräte oder irgendwo China-Böller, wo also Funk auf den 70 cm Band möglich ist. Es ist sehr wohl möglich, dass dieses Band freigegeben wird vor Notfunk. Wenn du also so ein Funkgerät schon mal hast, schon mal gut, wenn es in die Ecke gelegt hat. Wer natürlich eine Amateurlizenz hat, wie ich, der kann die Dinger natürlich regulär haben und auch betreiben. Ja, ansonsten müsst ihr halt warten, bis die freigegeben werden, die Bänder. Ich gehe mal davon aus, dass im 70 cm Band einiges passiert. Und weil dort auch mit bis zu 5 Watt sicherlich eine ordentliche Notfunkversorgung gewährleistet ist. Mit PMR-Funkgeräten sind ja keine brauchbare Funktechnik, weil die Leistung einfach nicht reicht. Das ist Müllband, was niemand haben will, und das haben wir so vom Allgemeinfunk. Da hast du aber zu tun, dass du innerhalb von dem Haus noch einigermaßen eine Verständigung aufbauen kannst. Das ist also Müll. 70 cm geht mindestens 10 km, das wäre ordentliche Geschichte. Hoch 11 Meter, also CB-Funk, wäre Notfunk. So, damit könnt ihr digitale Daten austauschen, solange ihr Computer habt, die mit wenig Strom auskommen. Ich habe ihn jetzt nicht da, aber ich habe ihn unten liegen. Es gibt diesen Raspberry Pi. Also das ist so ein Platinencomputer. Da guckt ihr euch mal die Armor Kits an. Alu Armor Kit. Und zwar den ohne Lüfter. Hat immer Design. Das Ding ist einfach nur genial. Ich zeig's vielleicht mal im dritten Teil. Dort macht er mit der Feile den Ausschnitt für den viertspurigen Verbinder ein bisschen breiter, und zwar ganz vorsichtig. Also alles auseinanderschrauben, den Kühlkörper will weiten, dass der Flachstecker drauf passt. Und dann habt ihr dort einen 1A Computer, der eine ordentliche WLAN-Anbindung hat, wo ihr Daten speichern könnt, wo ihr Fernschreiben machen könnt damit, wo ihr irgendwelche Geräte steuern könnt. Das sind ja Gerätepins da, wenn ihr da ein bisschen Relais. Da gibt es solche Bausätze für Kits hier. Mit Relais und Balleschirmen, da könnt ihr ganz schnell was zusammenstecken und könnt eine Notfunkverbindung damit machen. Da gibt es Module für alle möglichen Sachen, für 848 MHz und 433er. Und dort ist eine Datenverbindung ganz schnell zusammengestöpselt. Und das funktioniert völlig unabhängig vom Telefonnetz oder irgendwelchen anderen. Und die Bänder, die sowieso für die Allgemeinheit freigegeben sind, da könnt ihr dort funken bis zum Abwinken. Alles, was ihr braucht, ist eine Autobatterie. Das Ding läuft mit 12 Volt. Und dann könnt ihr dort einen Flachbildschirm anstecken, der auch 12 Volt hat. Da gibt es so tragbare DVD-Player fürs Auto, die mit 12 Volt betrieben werden können, die wenig Strom brauchen. So ein Monitor an den Raspberry Pi ran, Funkmodem ran, Funkgerät ran, und schon habt ihr dort Notfunkmöglichkeit. Hatte ich schon ein paar Mal vorgestellt, sollte man sich einfach herlegen. Ich zeige dann meins mal. Nächste Woche habe ich das Ding aufgebaut. Ich habe schon ein paar Funkmodule da. Und dann erkläre ich mal ein bisschen, wie man mit dem Ding dort hantiert. Dann, wenn ein Notebook an der Autobatterie läuft 4 Stunden, dann ist das leer, weil das einfach zu viel Leistung braucht. Ja? So Raspberry Pi kannst du bestimmt eine Woche betreiben, und da kannst du alles regeln, was du mit drahtlos erledigen kannst. Und es müsste dann halt gelingen, innerhalb einer Woche mal wieder die Autobatterie zu laden, irgendwo, wo Strom ist. Das ist die Aufgabe. So, da kannst du jeden kleinen Bildschirm anschließen, der entweder einen AV-Ausgang hat oder einen HDMI-Anschluss, also tragbarer DVD-Player fürs Auto. Also die Monitore sind da präsentiert. Habe ich auch einen mit, zeige ich mal bei Gelegenheit. So, das ist die IT-Versorgung. Was haben wir noch? Medikamenten. Also eine Packung schnell, wundschnell verbrannt, sollte da liegen. Dann besorgt euch Schweißerstäben. Die sind nämlich sehr gut, wenn man irgendwelche brennenden Sachen handeln muss. Also wenn Brand ist und ihr müsst mit anfassen. Klingende Balken rausziehen, sind also Schweißerstäben Pflicht. Dann besorgt euch ordentliche Arbeitsklamotten, die was taugen, keine, die mit Synthetik sind. Wenn eh Funke dort drauf liegt, brennt euch die Hose an. Also irgendwas Baumwolle, irgendwas, was hält. Leinen oder sowas. Hose. Ja. Mundschutz hatte ich schon gesagt, gehört zur Grundausstattung, sollte man mal bäckeln da haben. Bis vor kurzem gab es beim Sonderpreis Baumarkt 10er Bucks für 1 Euro, die sind alle ratzbatz weg gewesen. Ich und ein paar Bekannte waren auch dort, haben noch welche geholt. Ansonsten Sachen des täglichen Bedarfs. Denkt dran, dass ihr ordentliche Zahnpasta verwendet, weil
Sowas wie Viren, Säulezahncreme. Schalte mal die Kamera, steht wie Leder dran. Säulezahncreme. Die tut nicht nur die Zähne putzen, sondern das Salz, was da drin ist, entfernt auch Bakterien. Und zwar richtig. Alles, was mit Salz in Berührung kommt, wie bei der Salzhering oder irgendwas, was gebügelt ist, verschwindet. Wenn ihr keine Desinfektionsmittel hat, geht auch Scheibenwaschanlagenzusatz. Dort ist Alkohol drin, da kann man auch notdürftig was desinfizieren. Allerdings bleibt natürlich dort der Rückstand dran, der nach Seife schmeckt. Also nicht gerade über den Teller zu empfehlen, wenn ihr dann davon essen wollt. Ihr könnt es aber immer mit klarem Wasser wieder wegwaschen. Das geht wunderbar. Das Zeug ist billig und zum Händewaschen auch geeignet, ist auch nicht sehr scharf, aber es schmeckt nicht in die Augen kommen, es brennt wie Teufel. Aber wäre ein Desinfektionsmittel, wenn es nirgends mehr was gibt. Und das Auto bewegen wird in der Krise sowieso schwierig, weil wisst ihr ja, wenn der Sprit und der Diesel knapp ist oder nur mit Edelmetall zu haben ist, wird schwierig. So, den Rest machen wir dann im Teil 3, mache ich dann morgen. Ich will heute auch noch ein bisschen Schlaf abkriegen, als hätte es schon ein bisschen spät. Also, das ist erstmal der Update für die Sachen, die jetzt neu die Runde machen. Ne? Und die Feinheiten machen wir dann im dritten und vierten Teil. Danke, tschüss.